Landtag for Future, junge Menschen und die Wahl. Eine Podiumsdiskussion von Mephisto 97.6 und dem Zeitgeschichtlichen Forum. Wenn man jetzt beispielsweise am Stadtrand lebt, ich wohne in Stötteritz, ist auch schon relativ weit weg und dann ist... Also Stötteritz ist schon relativ weit weg. Also erstens mal liegt es im schönsten Stadtteil. Darf ich kurz weiterreden? Ich brauche eine Viertelstunde mit dem Fahrrad. Erstmal... Das sind jetzt aber wirklich die Luxusprobleme, die hier aus Tableau. Ich brauche auch eine Filme. Ja, aber das bedeutet, wenn ich mit dem Fahrrad fahre, dann möchte ich doch zumindest auf einer sicheren Straße fahren, vielleicht, und dass diese Fahrradwege gut ausgebaut sind und dass es überhaupt welche gibt. Und damit kommen wir nämlich zur nächsten These. In Sachsens Großstädten müssen mehr Radwege gebaut und bestehende ausgebaut werden. Ja. Ja, vielleicht weiter. Also das Spannende ist ja, wir reden ja immer viel über gefühlte Unsicherheiten in Sachsen. Und was aber zum Beispiel spannend ist, dass 70% der Radfahrerinnen hier in Leipzig sich unsicher fühlen. Und gerade jetzt, wo die Schule wieder angefangen wird und die Straßen hier wieder voller werden, das ist super krass. Ich arbeite ja in der Klinik und da sieht man in der Notaufnahme, dass quasi die Verkehrsverletzten und Verkehrstoten gerade unter den Radfahrerinnen in Sachsen hochgehen. Also im ganzen Bundesgebiet hochgehen, aber gerade auch in Leipzig. Und deswegen ist es halt kein Luxusproblem, dass irgendwie Radfahrer denken, sie bräuchten mehr Platz, sondern wir müssen diese Radstraßen hier wirklich sicherer machen, weil wir mehr Leute haben, die Rad fahren wollen. Und mehr Leute, die Rad fahren, darf nicht bedeuten, dass es dann automatisch mehr Unfälle gibt, sondern wir brauchen dann auch einfach bessere Radwege. Das ist aber in dieser Stadt gar nicht so einfach. Die Frage würde ich ganz klar mit einem Jein beantworten. Die Frage war, ob wir Fahrräder streifen und ob wir mit dem Fahrrad die Infrastruktur ausbauen. Ne? Genau, ja. Und das ist ein ganz klares Jein, weil da, wo es Sinn macht, sehr gerne. Wo macht es denn Ihrer Meinung nach Sinn? Es macht auf jeden Fall zum Beispiel für Leipzig in der Permoserstraße keinen Sinn, einen Fahrradweg neben einem Fahrradweg zu bauen. Das ist ganz klar Quatsch. Dafür haben sie einen Bus und Taxi. Da müssen Sie, glaube ich, jetzt kurz erklären, was da genau die Situation ist. Also, das Problem ist, oder wir plädieren, Infrastruktur, der Fahrradfahrer ist genauso ein Verkehrsteilnehmer wie der Autofahrer oder wie der Fußgänger. So. Und die haben alle ihre Daseinsberechtigung, das ist auch richtig. Jeder soll sich individuell entscheiden, wie er seine Mobilität gestalten soll. Aber in der Stadt, gerade in der Stadt, ist der Raum begrenzt und da muss man gucken, wie geht man mit diesem begrenzten Raum um. Und dann würden wir zum Beispiel dafür plädieren, dass die Hauptstraßen für den Pkw und öffentlichen Nahverkehr, also für Bus, Bahn genutzt wird und Parallelstraßen, die auch viel sicherer sind, weil eben keine LKWs langfahren, Parallelstraßen auch gut ausgebaut werden für Fahrradwege. So. Wenn der Raum so knapp ist, warum soll man dann nicht die bevorteilen, die weniger Platz brauchen? Also es gibt wunderbare Städte, auch in Deutschland, Kiel zum Beispiel, da gibt es mitten in der Stadt, auf den Hauptstraßen, ewig lange Radwege, wo man super und sicher langkommt. Das ist gar kein Problem, dass es irgendwelche Hauptstraßen sind. Das ist immer eine individuelle Entscheidung, wie breit ist die Straße, weil links und rechts meistens schon ein Gebäude steht. Und da muss man natürlich gucken, wie man mit dem begrenzten Platz umgeht. Und da läuft unserer Meinung nach hier in Leipzig, in anderen Städten kann ich das schlecht beurteilen, einiges schief. Ich würde jetzt mal kurz eingreifen, und zwar haben wir nur noch wirklich sehr wenig Zeit für den Part. Deswegen würde ich jetzt vielleicht von jedem von euch nochmal ein kleines Statement zu dem Thema bitten, dass er noch kurz mal sagt, wie er zu dem Thema steht. Wir würden auch wieder bei Judith anfangen einfach. Ich bin der Meinung, die Verkehrsarten sollten alle gleichberechtigt behandelt werden und vor allem entflochten werden, damit nicht auf einer Straße Straßenbahn, Auto, Radweg, Fußgänger ist. Fußgänger werden leider häufig vergessen bei der Diskussion. Alle Verkehrsteilnehmer müssen sicher mit dem Mittel ihrer Wahl dorthin kommen, wo sie hinkommen wollen. Wir haben eine wachsende Stadt mit mehr Autos, die fahren aber hier in Leipzig nicht mehr, die parken vor allen Dingen mehr. Und es gibt aber nur einen begrenzten Raum für Straßen und deswegen ist es halt irgendwie kein Weg zu sagen, ja, dann müssen es halt immer mehr und immer mehr und immer mehr Autos werden, sondern wir müssen in der Stadt auch die Mobilitätswende umsetzen. Das heißt, mehr Rad, mehr Fußverkehr, mehr ÖPNV, weil das ist alles platzsparender als das, was wir im Moment erleben und sicherer und leiser und besser riechen tut es auch. Gut, also ich bleib bei mir. Ja. Ja. Fragen gibt es hinterher. Ich bleibe beim Jein, ganz klar. Ich war gestern erst bei einer Podiumsdiskussion in Portitz und da wurde das auch, ÖPNV und Nahverkehr. Es ist ein Wunschdenken, dass man, und aktuell generell, wenn man das Kind wegbringen muss, dann muss man noch zur Arbeit fahren, es ist ein Wunschdenken, dass alles mit dem Fahrrad für die breite Bevölkerung, Gesamtdurchschnitt, das ist ein Wunschdenken, das ist nicht realistisch und deswegen muss jeder entscheiden können, individuell, was passt bei ihm. Und deswegen hat die FDP da völlig recht. Es muss eine individuelle Lösung gefunden sein. Wir müssen gute Angebote machen, auch mit dem ÖPNV. Aber es muss eine Individualentscheidung sein und keine Verbote.
Also für mich ist entscheidend, dass wir in den Städten immer mehr dazu kommen, dass die Straßen für Bus, Bahn und für Fahrräder mehr ausgebaut werden. Ich muss dazugeben, als Dresdnerin gucke ich schon neidisch nach Leipzig, weil ich mich hier einfach fünfmal sicherer fühle als in Dresden. Aber auch hier gilt, Radwege müssen dringend besser ausgebaut werden, unbedingt. Genau, wir fordern auf Landesebene eine Landesverkehrsgesellschaft für nachhaltige Mobilität, weil derzeitige Radverkehrsplanungen noch vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr durchgeführt werden. Das sind also vor allem Autoplaner dort und das hakt deswegen sehr dort, dass wir zu wenig Radwege vor allem im ländlichen Raum haben. Da wollen wir an allen Staatsstraßen und Bundesstraßen auch mehr Radwege dadurch schaffen. Und zum Thema, dass es eine individuelle Entscheidung wäre, wer jetzt wie Mobilität macht. Ich finde, es ist keine individuelle Entscheidung, wenn ich vor die Wahl habe, zu überfahren zu werden oder nicht. Also ich finde, jeder Verkehrsteilnehmer muss das Recht haben, eine sichere Spur zu haben, der Fußgänger und der Autofahrer. Und wenn dann eben kein Platz mehr für Radfahrer ist, dann muss eben der Parkplatz weg. Ja, und das wird ja auch gemacht in Leipzig. Konsequenzen, das finde ich auch richtig. Das ist falsch. Weil alles das klar, eben wir brauchen noch ein Statement, wir müssen hier wirklich schnell durchkommen. Wir haben in Leipzig gerade die höchsten Unfallzahlen, was tote Radfahrer oder verunglückte Radfahrer angeht. Und das muss sich endlich umkehren. Den Satz jetzt bitte beenden. Und dagegen müssen wir was tun. Ja, ich denke, der Verkehr im Freistaat wird sich in den nächsten Jahren deutlich ändern. Das ist aber ein langfristiger Prozess. Also das kann man jetzt nicht von heute auf morgen alles umsetzen, sondern es braucht seine Zeit. Und ich glaube, die Entwicklung ist schon losgegangen und die wird in den nächsten Jahren fortgesetzt.